Ich bin Joko Winterscheid und das ist mein neuer Kanal. Ich mache nichts, gar nichts, weil ich nichts mache, weil ich nichts machen brauche. Hat ja schon mal geklappt beim Fernsehen. Yoda, lässt du das? Ah, wie ich doch diese Jedi-Ritter liebe. Ich bin natürlich der Medienkanzler. Ich bin der Medienkanzler und fordere Joko Winterscheid heraus. Natürlich bin ich nicht Joko Winterscheid. Und ich werde auch einen Teufel tun, seinen besten Kumpel, die Nanny, im Spielfilm, im Kino zu erwähnen. Yoda, würdest du das mal sein lassen? Er braucht nicht da durchfahren. Er braucht nicht da durchfahren. Er braucht keine Papiere zeigen. Er braucht keine Papiere zeigen. Boah, Leute, in 9 Monaten sind die Kadetten wieder da. Ja, in 9 Monaten sind Star Wars und Co. wieder da. Ja, ja, dann geht das wieder so los. So. Ja, immer mit der Hand. Er darf nicht durchfahren. Er darf nicht durchfahren. Er hat schon bezahlt. Er hat schon bezahlt. Oh ja. Wow, wow, wow. Also ich bin nicht Joko Winterscheid. Ne? Ich werde mich jetzt nicht beeinflussen lassen von Yoda, dem Jedi-Ritter. Nein. Ich werde jetzt eine riesige Ankündigung machen. Ich werde natürlich weiterhin Yoda. Nein, Yoda. Sondern Joko. Joko. Nix Yoda. Joko Winterscheid werde ich weiterhin Herausforderungen zum sogenannten YouTube-Kanal Clip-Duell. Und ich habe erst dann verloren, also der Medienkanzler hat erst dann verloren, wenn er durch die Türe kommt, hier ins Studio, hier in Copyhouse, Copy and More, oder mich anruft, Kamera an, Handy hoch, ihr hört ihn dann. Dann hat der Medienkanzler verloren, vom 1. April, kein Scherz, bis zum 1. Mai, hurra! Jeden Tag ein Clip. Und dann geht's rund. Aber wie ihr merkt, haben wir ja schon gewonnen. Ne? Joko hat gewonnen als Winterscheid, wo das T weich gesprochen wird. Wie Django mit dem weichen D. Er hat gewonnen, weil ist klar, er ist Superstar. Ne? Meiner einer hat aber auch gewonnen, weil das war ja klar, der ruft nicht an und kommt noch nicht vorbei. In Düsseldorf war er bei der Premiere, die Nanny. Yoda, lässt du das sein? Ja, ich mache keine Reklame für Joko. Ne? Wo ist eigentlich der Klaas? Ja, genau. Ich mache keine Werbung für Joko Winterscheid. Nö, mache ich nicht. Ich mache jetzt aber dicke, fette Werbung für das Partner-Taxi und Chauffeur Rula. Party-Taxi, Chauffeur Rula. Ja, demnächst hier beim Medienkanzler. Aber das ist eine andere Fakultät. Und ich werde demnächst nur noch Werbung machen für die Comedy Time TV, wo ihr ja jetzt gerade seid. Comedy Time TV sucht. Es kommt eine Menge auf euch zu. Das werde ich machen, weil wir haben ja eh gewonnen. Joko hat gewonnen. Joko, der, ja, Joko hat seinen Papierflieger vorgestellt. Ne? Falten, 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 schmeißen, schmeißen, schmeißen. Ja, ich stelle euch Leute vor, Newcomer, eine Riesenshow kommt. Und jeden Dienstag kommt eine erstklassige Sendung über Tele 5, was Tele 5 an einem Montag gemacht hat, ihr wisst ja, ne? Sauft euch schön zum Beispiel, ne? Wer einen kippt und so, die Sendung. Oder Frau Dingens will ins Fernsehen, ja, von Frank Elstner gesponsert. Und dann boom, ne? Um Mitternacht, da wird geboomt, ne? Boomarama, Boomarama mit 2 O. Ja, das werde ich alles vorstellen und lasst euch überraschen, jeden Dienstag 20 Uhr. Diese Mini-Clips, die ich jetzt hier so mache, war ja eine Ankündigung mit Joko Winterscheid. Ich bin Joko Winterscheid und ich mache jetzt einen Kanal auf, ein neues Hobby. Joko Winterscheid. Yoda. Ach, Yoda. Yoda, ja. Also über Yoda werde ich sicherlich auch sprechen. Star Wars. Und was weiß ich nicht alles. Ja, das sind echte Flippers, das ist richtig. Das sind echte Delfine. Und dann noch auf Weißblech. Ja, also das ist alles. Noch einmal Party, Taxi und Chauffeur Rula. Und Comedy Time und diverse andere Gäste werden in der Show erscheinen. Lasst euch überraschen.